So, guten Morgen. Ignorieren wir den Chat, das sind ja nur dumme Spasten, die Scheiße labern. Also alles wie immer. Das schieben wir mal nach da. Ja. Gut. Und dann würde ich gerne mal hier. Wo habe ich denn aufgehört? Ah ja. War das? Moment. Ich glaube, das war schon, ne? Ich habe da, glaube ich, alles überschrieben. Sehr gut. Arm. Natürlich meine ich euch. Sonst kein Abschaum im Chat. So, oh Gott. Muss, glaube ich, wirklich mal gucken, dass das so ein bisschen besser wird mit DOSBox. Das ist ja aktuell echt schlimm. Würdet ihr mal aufhören, hier auseinanderzulaufen und aus dem Shadow-Bereich rauszulaufen? Das fände ich sehr, sehr geil. Komm schon, nein. Könnte jetzt ein bisschen dauern, bis ihr alles machen wollt. Baue ich noch Einheiten in der Zwischenzeit? Nie. Warum denn? Das ist das. Das muss ich, glaube ich, einnehmen, ne? Was waren denn meine Missionsziele? Wir nehmen die vier Hauptgebäude, sondern die alle anderen Gebäude an. Ja. So, wo ist denn jetzt mein Vetter hin? Selbst gesprengt oder rausgelaufen? Ah Gott. Könnte so schein sein, wenn sie so draußen wäre, dieses Spiel. Das Remake hat halt gar keine KI mehr, weil. Warum auch? Weil soll ich das spielen? Ich hätte einfach das spielen sollen. Ich kann irgendwo auch nichts machen. Fand ich gut. Viel besser. Lief auch besser. Muss ich nicht die uralte DOSBox-Version nehmen. Und dann will ich jetzt mal alles töten hier. Aber wo töten? Wo ist denn meine Waffenfabrik überhaupt? Meine Waffenfabrik? Das sieht doch schon sehr nach Waffenfabrik aus. Stimmt, ich hatte überlegt, ob ich nicht ein paar fettere Einheiten bauen sollte, ne? Ein paar Spider vielleicht. Ausbemalt. Aber die können nicht in die Luft schießen. Nein. Imperium war es echt nicht gut mehr. Können wir nicht über gute Spiele reden, statt über die Imperium Wars. Was die Musik ist ein bisschen zu laut. Gucken wir jetzt mal unter Steuerung, wo die Musik ist. Hm. Ah, richtig. Ich erinnere mich über diese tolle Einstellung. Shadow für die? Also ich hab da Shadows, aber ich bin ja nur für eine Basisverteidigung. Ah. Langsam lichtet sich hier doch die Sache mal. Okay. Warum steht ihr denn so behindert da rum? Stellt euch mal doch weniger behindert rum. Auch hier so. Da oben ist alles klar mit dem Kraftwerk. Kraftwerk geht's gut.
Was habe ich? Spaß bei dem Spiel spielst du. So. Problem ist, wie bringe ich jetzt meine Einheiten da hoch, ohne dass sie in die Fetzen gerissen werden? Geht das? Ich habe unterwegs alles theoretisch gereinigt. Theoretisch. Praktisch ist das jetzt eine ganz andere Sache. So, habe ich irgendwo... Da steht noch der Mine irgendwo. Ne, da irgendwo. Habe ich eine Verarbeitungsanlage gebaut? Nee. Soll ich mal tun, solange ich doch das Geld dafür habe. Raffinerie. Mine habe ich ja stehen lassen. Wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. So. Bei der Gelegenheit bauen wir noch davon 5 Stück. Nein, nicht unendlich, 5. 5 hätte ich gerne, so. Ich bin angegriffen und Leertaste funktioniert hier nicht. Brauche ich das Gebäude noch? Ich überlege es gerade. Wenn ich mehr da ist und ich keine Technologie mehr habe, dann werde ich es merken. So, in der Mine ist noch Ressourcen. Du bist auch ein Spider, ja. So, dann gucken wir doch mal, ob man alles. Achso, ich habe Leertaste gedrückt, richtig. Doch, alles aus. Jetzt müssen wir hier DLCs kaufen. Junge! Kauft du denn freiwillig Sims? Ruf mal 3. 3 geht mal dahin. Eins geht mal ein Stück vor, das sind nicht noch welche. Ah. Aber wenigstens ist hier die Infanterie mal realistisch gestaltet. Ja, apropos, was fällt jetzt einfach mal ein? Ich muss hier Linie tun. So, jetzt. Jetzt habe ich eine schwarze Linie. Ja. Oh Gott, die kommen da nicht mal raus. Oh Moment, ich hatte schon Spiders gebaut. Oh, okay. Der ist schon wieder fast... Alter, die sind noch nicht mal aus der Basis raus und schon kaputt. Was soll denn der Rotz? Sind noch nicht mal aus der Basis raus. Und der kommt wahrscheinlich nie raus. Nein. Ja klar, kam ja auch für die Klon-Konger-Welle. Was ist mit Yuri? Bitte dich. Da warst du schon scheiße. Tanja war auch scheiße nach dem ersten Alarmstufe Rot. Ach komm schon, sag mal, du willst mich doch verarschen, oder? Jetzt einfach nur auf und ab läuft das Ding. Pissen, ey. Komm schon, lauf da rüber. Ah. Das sollte noch.
Sehr schön. Wenn ich euch jetzt alle zwei mache, dann wird das nichts, ne? Also das ist der Minenleger, den habe ich ja auch sicherheitshalber gebaut. Kommen die jetzt schon wieder her? Ah. Bitte nicht. So, mal gucken, wie weit sie kommen, bevor sie alle auseinandergelegt werden von einer einzigen feindlichen Einheit, die ich da übersehen habe. Wo kommt die jetzt überhaupt immer wieder her? Hier noch eine Fabrik oder sowas? Nein. Jetzt soll ich einfach den Nebel ausmachen. Oh, vielleicht steht da noch eine Fabrik. Lass mal rüber fahren. Na, Musik ist, na, vielleicht ein bisschen zu laut, was weiß ich. Interessiert doch eh kein Schwein. Selbst wenn man diesen Rotz hier anguckt. Ja, da stehen ja noch mehr Panda. Warum werden diese Löcher als Grafik angezeigt? Das ist total irritierend. So, sind wir jetzt hier fertig oder wie sieht's aus? Also meine generelle Version war nicht. Weiß nicht, was ihr wollt. Habt ihr wieder keinen Patch installiert? Ne? Ein EA-Game, da muss man erstmal Patches installieren. Da funktionieren sie vielleicht. Und wo steht denn das Gebäude, das ich mir ungefähr merken kann? Wo kommen denn die jetzt her? Schon noch mehr? Nein. Gut. Erst bei 20 Raketen in eine einzelne Einheit reinschießen. So, inzwischen soll ich mal wieder speichern. Wenn die nicht gleich alle unterwegs verloren gehen. Nur da haben wir ein Gebäude. Und jetzt sparen wir erstmal Geld. Für den Fall, dass sie irgendwie noch so eine Werft oder diesen Scheiß bauen muss. Oder eigentlich mit diesen nutzlosen Flugzeugen. Was hast du gegen einen Bollerwagen? Würde ich auch machen. Ich nicht. Schönes Bierfass. Läuft. Schön vorsichtig, nicht dass ich gleich in den Turm oder so reinlaufen. Was auch immer hier sonst noch so rumeiert. Vielleicht warte ich einfach auf die Verstärker. Weil die braucht noch 200 Jahre. Ja, okay. Ich habe also gar keinen Bock zu warten. Noch mehr Leute. Ich will sagen, blick nicht auf die Wiese. Sag ich doch, passt doch alles, weißt du, was du willst? Wo kommen denn die jetzt her? Waren die hier Patrouille oder haben die da oben eine Basis? Das ist jetzt die Frage.
Aber ich finde schön, wie lustig die KI sich beschießen lässt. Das ist toll. Ich hoffe nur, dass die Gegner das nicht auch machen, wenn ich dann nachher Ads spiele. Das wäre unfair. Das wäre unfair. Das ist einfach nur geklaut von meiner Strategie. Das dürfen die gar nicht. So, wie sieht's denn aus? Sind jetzt alle oben? Überraschenderweise haben sie tatsächlich bald geschafft. Das muss ein Bug sein. Die Masken dann? Wieso? Soweit ich weiß, ist es in Hessen keine Maskenpflicht. Außerdem sind meine Zuschauer eh alles so Masken. So, wo kriegst du denn jetzt hoch? So, immer. So, mal die mit dem Pfeiltasten. So. Da ging es hoch und oben ging es rum. Ne? Ja. Aber ich finde es schön wenigstens, dass die KI hier nicht über die gesamte Map Sachen wieder aufbaut. Ist aber nicht so schön, dass der schon wieder ganz vorne steht. So Playlist, das ist die Ingame-Musik. So, wir zum nächsten Punkt bringen. Wo ist denn mein Minenleger? So, erst mal da hoch. Wenn ich dich jetzt da drüben hinschicke, bekommst du das hin oder explodiert dann wieder alles? Beides. Erstens. Ich soll das vielleicht mal reparieren. Ich weiß nicht, ob ich die Technologie verliere. Das will ich auch nicht ausprobieren. Das sind hier bei irgendwo Minen. Das sind hier Minen. Jetzt ist, achso, hier ist noch das Hauptgebäude. Das die aber auch nicht mehr benutzen. Haben vermutlich kein Geld mehr oder keine Ahnung. Nee. Also nirgendwo nicht gut. Dann kann ich da nachher mein Gebäude hinbauen. Ich jetzt nicht ganz an die Ecke pflanzen wollen, aber. Oh, das ist ein Turm. Da ist ein Turm. Können wir den wegschieben? Ja, ja, das wird ja doch ständig. Jetzt wollen wir nicht rum. Okay, vielleicht erstmal die Verstärkung hier wegschieben. Wissen wir jetzt, wer keine Maske oder Moppe hat, Probleme kriegen wir rein. So nicht in allen Bundesländern, oder? Gibt es realistisch für das ernste Geschehen? Realistisch, was? Die Maske können sie keine Kroketten mitbringen. Nee, egal. Bin jetzt der vierte Mal in der Session 10C. Ja, ich kann anstalten. Wieder nicht installieren das Spiel. Ja, aber wenn alle den gleichen Key haben, kannst du das nicht spielen. Dann musst du das Spiel auch original haben. Habe ich nicht eine Reparatureinheit gebaut? Nee. Ja, Reparatur braucht man nicht. Wir sterben einfach nicht. So, hier gehen wir durch einen engen Pass. Bekommen wir vielleicht sogar hin? Nein, tun wir nicht. Aber. Also ich meine, in Hessen wäre das nicht. Das wäre nur in Bayern, NRW und noch irgendwo. Wenn nicht, gehe ich halt einfach nicht mehr raus. Also, bleibt alles wie es ist. Geil. Mach's halt einfach wie immer, ich gehe nicht raus. Ende. Wo war wir denn? Ein Rewe-Lieferdienst an. Ich bestelle mir täglich eine Dose Ravioli. Da haben wir noch nicht hier in Leipzig.
AMX wird sich auch noch Behandlung kriegen. Nee, AMX ist eher so ein Typ, der sich das illegal runterlädt. Ich bitte dich. Lagerarbeiter, der sich Sims 4 mit allen DLCs leisten kann, das gibt's gar nicht. Das gibt's nicht, das kannst du vergessen, das ist ja. Das ist außerhalb seiner Preisklasse. So, das ist die Frage, gehe ich auch da rüber oder gucke ich auch erstmal hier unten rum? Gibt später eine Einheit, mit dem man die ganze Karte sieht, wie in Alarmstufe Rot 1. Das wäre toll. Also im Gebäude. Das war immer ganz geil. Okay, wir schießen uns mit dem Turm da weg. Kann ich entkommen? Wieso denn nicht? Ihr patcht mal einfach nicht hin. Hä? Wieso zur Hölle stehst du da drüben jetzt auf einmal? Da habe ich dich nicht mal hingeschickt. Da solltest du nicht hingehen. Ach. Zum Glück schießt der Turm nicht zurück. Warum nicht?